Topfgucker TV empfiehlt. Willkommen in unserer Küche, in Hurwineks Küche. Das, was ich, beziehungsweise was mein Vater gerade immer für euch vorbereitet, ist ein traditionelles Essen oder traditioneller Begleiter zum Biertrinken bei uns in Tschechien. Es nennt sich Hermelin. Das ist ein eingelegter Camembert mit Knoblauch, Zwiebeln, Gewürzen, Wurzelgemüse in Öl mariniert für mehrere Tage. Und das ist unser liebstes Rezept zum Pivo trinken. Das ist ein spezieller Camembert. Also er ist, wie man schon sieht, nicht so dick. Er ist ein bisschen schmäler wie ein klassischer Camembert. Und er reift auch nicht so lange. Das heißt, er wird kurzer, der Reifeprozess wird verkürzt. Deswegen schmeckt er ein bisschen quarkiger. Dann wird er klassisch gewürzt mit Salz, Paprika, Pfeffer. Also das, womit er beginnt, ist ein Wurzelgemüse. Das ist, denke ich mal, jedem ein Begriff. Rote oder weiße Zwiebel, das ist allen immer selber überlassen. Petersilie, Schnittlauch geht auch. Viel Knoblauch. Knoblauch ist sehr wichtig. Und natürlich, je mehr Knoblauch, desto mehr Durst danach. Jetzt kommt ja mal, dann sag ich mal, wie so ein Dressing. Was da aus Öl und Kräutern. Das waren nochmal in Öl eingelegte Kräuter. Also so eine Art Pesto, kann man auch eigentlich auch dazu sagen. Wobei die Kräuter nie zerstoßen wurden mit Öl, sondern einfach mal nur klein gehäckselt. So, und das war's mit den tschechischen Exereien. Jetzt kommen nochmal die süß-sauren Peperonis drauf. Und das war's dann. Und das wandert jetzt für ein paar Tage in den Kühlschrank. Okay. Genau, wunderbar. Ne? Und dazu, gerade bei uns, empfehle ich immer das rotblonde Kalik. Es ist ein schönes, würziges Bier, was ich immer aus Teplice, aus der kleinen Brauerei Monopol beziehe. Und das ist hervorragend, weil der Käse an sich immer schön würzig ist. Dann passt das Bier hervorragend dazu. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de